Also, mein Name ist Katrin Fitztum. Ich freue mich, Sie zur etwas ungewöhnlichen Pressekonferenz heute begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass wir heute die Studie zur Fachkräfteentwicklung im Bereich der Kindertagesstätten vorstellen können. Bei uns im Raum sind Professor Dr. Klaus Dörre, geschäftsführender Direktor des DFG-Kollegs und Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie, sowie Martin Ehrlich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Jena. Wir begrüßen Bettina Löbel, die Vorsitzende des Thüringer Landesfördervereins Kindertagesstätten e.V., außerdem Corinna Hassel als Bezirksgeschäftsführerin von Verdi Thüringen und Danny Möller, den Vorsitzenden des Bezirksvorstands von Verdi Thüringen. Und ich begrüße meine Kollegin Nadine Hübener, sie ist Referentin für Bildung bei der GEW Thüringen. Der Ablauf ist folgendermaßen geplant. Bettina Löbel wird zunächst ein kurzes Statement geben, warum es diese Studie überhaupt gibt. Und danach wird Klaus Dörre in einer vermutlich kürzeren Variante die Studie präsentieren, gefolgt von Statements der Gewerkschaften über Corinna Hersel und Nadine Hübener. Und ganz zum Schluss nochmal Bettina Löbel für den Thüringer Landesförderverein Kindertagesstätten e.V. Und danach eröffnen wir die Fragerunde. Bettina Löbel, Sie dürfen. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben und sich für dieses Thema interessieren. Ich möchte Ihnen kurz etwas dazu erzählen, warum wir diese Studie überhaupt in Auftrag gegeben haben. Und vielleicht kennen einige von Ihnen noch oder können sich noch erinnern an den Thüringer Landesförderverein Kindertagesstätten. Wir haben im Jahr 2005 maßgeblich dazu beigetragen, das Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik zu initiieren. Wir verfolgen seit dieser Zeit sehr engagiert die Entwicklung im Kita-Bereich und kämpfen natürlich dort auch für die Verbesserung der Bedingungen. Und mit dem in 2010 verabschiedeten neuen Kita-Gesetz sind natürlich schon viele Verbesserungen erreicht worden, aber eben noch nicht alle. So war unsere Aufgabe nicht beendet. Wir verfolgen also weiter die Entwicklung im Kita-Bereich. Und seit einigen Jahren erleben wir einen sehr interessanten Widerspruch. So haben wir auf der einen Seite Leitungen und Träger, die sagen, uns fehlt der Nachwuchs. Wir können Stellen nicht mehr besetzen, die zum Beispiel durch Renteneintritte oder durch krankheitsbedingte Ausfälle oder eben auch durch Schwangerschaften, also die Kolleginnen gehen dann ins Beschäftigungsverbot, anfallen oder passieren. Die Folge davon ist, dass Stellen unbesetzt bleiben, dass Öffnungszeiten verkürzt werden müssen und sich eben auf die Art und Weise die Betreuungsrelation und damit die Betreuungsbedingungen verschlechtern. Auf der anderen Seite haben wir aber Träger, die sagen, na ja, also bei uns ist das nicht angekommen. Wir haben genug Bewerberinnen und Bewerber. Wir können die Stellen nachbesetzen und bis hin, so dass unser Bildungsministerium im September voriges Jahr immer noch der Meinung war, der Fachkräftemarkt ist in Ordnung. Wir haben genug Ausbildung und genug Absolventen. Ja, und diesen Widerspruch galt es für uns aufzulösen. Wir brauchen eine solide Datenbasis, wir brauchen Zahlen, Fakten. Und genau das macht die Studie, die Ihnen dann gleich vorgestellt wird. Lassen Sie mich noch eins sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei den beiden Gewerkschaften bedanken. Die GEW und Verdi haben immer schon für gute Arbeitsbedingungen gekämpft, werden es auch weiter tun, bin ich überzeugt davon. Sie haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich für die Inhalte der Studie interessiert und für die Idee der Studie, treten deshalb auch mit als Auftraggeber auf. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch herzlichen Dank an Professor Dr. Dörre, der als Auftragnehmer fungiert. Guten Tag in die Runde. Ich begrüße alle, die heute an der Pressekonferenz teilnehmen können. Um die wichtigste Frage gleich vorab schon mal mit einer Zahl zu beantworten. Es gibt erhebliche Fachkräfteengpässe im Kita-Bereich in Thüringen. Wir rechnen bis 2030 mit einem Bedarf von etwa 6.000 zusätzlichen Fachkräften, die dann gebraucht werden, einfach durch das altersbedingte Ausscheiden. Und um den Status quo zu halten, würde man diese Zahl von neuen Erzieherinnen und Erziehern
benötigen. Wir müssen uns aber mit dem Status quo beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das ist auch Gegenstand der Studie. Ich will kurz auf die Ausgangssituation eingehen. Wir haben eigentlich auf den ersten Blick in Thüringen eine relativ gute Situation. So scheint es jedenfalls im Kita-Bereich. Wir haben 1.300 Einrichtungen mit 14.500 Beschäftigten in der Branche. Es ist in der jüngeren Vergangenheit das Personal leicht aufgestockt worden. Das hängt insbesondere mit der erhöhten Nachfrage nach Kita-Plätzen zusammen. Die Jahrgänge sind ganz gut abgedeckt, aber das muss man sofort hinzufügen. Es gibt natürlich erhebliche gestiegene Anforderungen an die frühkindliche Erziehung. Man muss ja sehen, die Kitas sind gewissermaßen die erste Bildungseinrichtung, die erste Einrichtung im Bildungssystem. Und wir wissen, dass gerade das deutsche Bildungssystem daran krankt, dass es eine ganz hohe soziale Selektivität gibt. Wenn man daran etwas ändern möchte, dann muss man gewissermaßen bereits in der frühkindlichen Erziehung ansetzen und muss dort Bedingungen schaffen, dass auch Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten die Chance bekommen, für eine Weichenstellung dann auch positive Bildungskarrieren zu durchlaufen. Man könnte es so formulieren, schon vor Corona war klar, dass der Kita-Bereich ein systemrelevanter Bereich in jeder Hinsicht ist. Und deshalb investiert der Bund Zusatzgeld in beträchtlicher Höhe in diesen Bereich. Es sind insgesamt etwa 5,5 Milliarden, die in das System fließen sollen. Die Länder haben die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Und Thüringen wird einen Teil dieses Geldes abbekommen. Die Prioritätensetzung jetzt, die das Land verfolgt, die Landesregierung verfolgt, läuft darauf hinaus, ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr zu bekommen, also den gesamten Kita-Bereich beitragsfrei zu machen. Das ist eine ehrenwerte Zielsetzung. Die Frage ist aber, wenn das Geld knapp ist und Prioritäten gesetzt werden müssen, ob das mit Blick auf den anstehenden Fachkräftebedarf und mit Blick auf die Qualität der Betreuung in den Kitas tatsächlich von der Rangfolge her sozusagen die richtige Maßnahme ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Prioritätensetzung in den Kitas selbst, bei den, in den Einrichtungen, bei den Trägern und so weiter für erheblichen Unmut sorgt. Das ist ja einer der Gründe auch für unsere Studie, um zunächst mal zu beschreiben, wie der Alltag dort eigentlich aussieht. Werfen wir einen Blick auf die Belegschaften und die Arbeitsbedingungen im Bereich, dann müssen wir ganz klar feststellen, die Kitas leben im Grunde von dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die arbeiten jedenfalls dann, wenn Normalbetrieb ist, am Anschlag gewissermaßen. Ja? Also man kann jetzt schon sehen, die leisten ungeheuer viel. Man kann es, glaube ich, am besten sehen an den krankheitsbedingten Ausfällen. Da sagen uns Menschen im Interview, in der qualitativen Studie, die wir gemacht haben, also man geht zur Arbeit, man weiß ja, es geht um die Kinder, es geht um die Eltern und da muss einem schon der Arm abfallen, wenn man tatsächlich mal zu Hause bleibt. Das bringt, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, was da eigentlich los ist. Wir haben es in den Kitas mit einer polarisierten Altersstruktur zu tun. Wir haben 10% der Beschäftigten, die bereits über 60 sind. Wir haben 22%, die über 54 sind. Viele erreichen im Beruf aber gar nicht das Rentenalter. Das muss man klar sehen. Es wird oft beklagt, dass diejenigen, die neu reinkommen, eigentlich auf die Praxis nicht ausreichend vorbereitet sind. Es wird die Praxisferne der Ausbildung kritisiert und moniert in den Interviews. Man stellt fest, dass die Jüngeren, die nachkommen, viel zu wenig vorbereitet sind auf eine Art von Konflikten, die zunehmend in den Kitas ausgetragen werden. Man muss ja klar sehen, die Kitas, auch der Beruf der Erzieherinnen und Erzieher, des Erziehers,
wandeln sich, weil die Anforderungen andere werden. Da rede ich noch gar nicht über Digitalisierung. Ich will auch gar nicht besonders stark machen, obwohl das ein wichtiger Punkt ist, die zunehmenden Dokumentationspflichten, sondern ich will in erster Linie hervorheben, dass sich sozusagen die Familienalltage, die Bedingungen in den Elternhäusern der Kinder zunehmend auch auf die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher auswirken. Was bedeutet das konkret? Die Eltern mischen mit. Sie wollen aktiv darauf einwirken, wie mit ihren Kindern in den Kitas umgegangen wird. Das bedeutet, dass die Elterngespräche zunehmen. Und man kann klar sagen, gerade in sozialen Brennpunkten werden die Kitas regelrecht zu Familienzentren. Das heißt, es gibt hohen Gesprächsbedarf mit den Eltern. Es müssen viele Konflikte gemanagt werden. Und das alles prägt den Alltag der Erzieherinnen und Erzieher. Und es bedeutet in der Konsequenz, dass die Zeit, die für Arbeit am Kind, wie es so schön heißt, tatsächlich geringer wird. Das ist ja aber eine Entwicklung, die überhaupt nicht zu der Zielsetzung passt, die auch gewissermaßen vom Bund her angestrebt wird. Da geht es ja insbesondere auch darum, die Betreuungsqualität in den Einrichtungen zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es interessant, was mit Blick auf den Thüringer Alltag gewissermaßen Ist-Zustand, Status quo bedeutet. Wir haben jetzt schon im Land Betreuungsschlüssel, also Verhältnisse von Erzieherinnen und Erziehern auf der einen Seite und Kindern auf der anderen Seite, die deutlich schlechter sind als im Bund. Um das mal an Zahlen deutlich zu machen, bei den unter Dreijährigen haben wir ein Verhältnis von 1, also einer erziehenden Person zu 5,5 Kindern. Im Bund sind das 1 zu 4,2. Bei den bis 8-Jährigen haben wir in Thüringen ein Verhältnis von 1 zu 10,7 und im Bund ein Verhältnis von 1 zu 8,4. Also man kann sagen, die durchschnittlichen Betreuungsschlüssel im Bund sind erheblich besser als in Thüringen. Und wenn man jetzt einzelne Bundesländer rausnehmen würde, etwa Bayern, Hessen, dann würde man sehen, dass die Betreuungsschlüssel auch dort nochmal deutlich besser sind, was nicht uninteressant ist mit Blick auf künftige Mobilität und die künftige Konkurrenz um Arbeitsplätze und qualifiziertes Fachpersonal. Also nochmal pointiert gesagt, wenn man nur den Status quo hält, dann hält man einen Status quo, der doch erheblich schlechter ist als in anderen Bundesländern. Das trifft in gleicher Weise zu oder in noch stärkerer Weise, könnte man eigentlich sagen, wenn man sich die Löhne und Gehälter im Bereich anschaut. Wir haben, wenn man so mal eine Hausnummer sagt, das hängt natürlich immer von Eingruppierung, Alter ab und so weiter, einen Tariflohn, der so roundabout bei Vollzeitbeschäftigung 40 Stunden bei etwa 3.500 € brutto liegen würde. Jetzt ist es aber so, dass ein Großteil der Kitas nicht reguliert wird über den Tarifvertrag in den öffentlichen Einrichtungen, sondern 60% der Kitas werden von freien Trägern betrieben, die in der Regel deutlich schlechter bezahlen als die Norm des Tariflohns vorschreibt. Wir haben Abweichungen, wenn man sich Einrichtungen anschaut, das ist ja in unserer Studie auch genau aufgeschlüsselt. Wir haben Abweichungen dann doch von 600, 700, 800 € durchschnittlich im Monat. Das ist deshalb ein ganz wichtiger Punkt, weil die Einrichtungen, wenn sie gewissermaßen um Ausschreibungen konkurrieren und so weiter, seitens der Finanziers natürlich unter Kostengesichtspunkten untersucht werden. Das heißt, die konkurrieren im Grunde über die Lohnkosten. Und das führt zu dem im Grunde schon perversen Ergebnis, dass genau diejenigen Bereiche und Träger mit ihren Einrichtungen expandieren, die am schlechtesten bezahlen. Das ist eine sehr komplizierte Situation und sie wird dadurch konterkariert, dass gewissermaßen schon jetzt um Fachkräfte gerungen werden muss. Es gibt Einrichtungsleiter, die im Interview ganz unverhohlen berichten, dass sie ihre Personallücken nur schließen können,
weil sie gewissermaßen bei anderen Einrichtungen abwerben. Das konterkariert ein bisschen dieses enorme Lohndifferenzial. Es hebt es aber nicht auf. Das ist ein wichtiger Punkt und das zeigt auch schon, wo gewissermaßen gegenzusteuern wäre. Man kann eigentlich sagen, das Thüringer System funktioniert vor allen Dingen deshalb, weil es eine hohe regionale und lokale Bindung der Erzieherinnen und Erzieher gibt. Also die sind eben gerne in Thüringen beziehungsweise in ihrer Region. Und das hat bisher die Mobilität, die räumliche Mobilität noch eingeschränkt. Wir erkennen aber jetzt schon, dass bei denen, die nachkommen, den Jüngeren, dass da eine deutlich andere Anspruchshaltung ist, dass man nicht mehr unbedingt davon ausgehen kann, dass diese lokale, regionale Verwurzelung tatsächlich individuell so stark ausgeprägt ist. Und wir können annehmen, dass die Mobilität unter bestimmten Bedingungen künftig, gerade in diesem Bereich unter Fachkräften, noch weiter zunehmen wird. So, das führt mich jetzt gewissermaßen zu dem Teil der Studie, der sich mit Szenarien und einer künftigen Prognose für den Kita-Bereich beschäftigt. Wir haben insgesamt 3 Szenarien entwickelt, die ich jetzt nicht im Detail vorstellen will, aber ich will die wichtigsten Eckpunkte sagen. Den ersten habe ich bereits gesagt, wenn man davon ausgeht und nur die Ersatzbedarfe rechnet, dann kommt man auf etwa 5.700 Vollzeitäquivalente, das würde so etwa 6.300 Arbeitskräften entsprechen, die man nur benötigen würde bis 2030, um den Status quo, den ich gerade andeutungsweise beschrieben habe, der in vielerlei Hinsicht eben dann doch kein guter ist, um diesen Status quo tatsächlich halten zu können. Wenn wir uns auf der anderen Seite anschauen, was wird gewissermaßen an Angebot produziert in den Bildungseinrichtungen, dann kann man davon ausgehen, dass bis 2030 etwa 7.000 Absolventen das System verlassen würden. Da ist aber schon ein bisschen eingerechnet, dass die Anreize, in den Beruf zu gehen, dass die verbessert werden, dass gewissermaßen bessere Entlohnungsbedingungen da sind, dass der Beruf attraktiver wird, dass die Absolventenzahlen steigen, dass die Abbrecherquoten in den Ausbildungsgängen reduziert werden. Also gehen wir mal von 7.000 aus. Das scheint diese Fachkräftelücke auf den ersten Bedarf tatsächlich stark zu relativieren, aber eben nur dann, wenn alle im Lande blieben. Das ist nach unseren Berechnungen und unseren Prognosen sehr unwahrscheinlich. Denn wir haben doch insgesamt deutlich bessere Entlohnungsbedingungen auch in den angrenzenden Bundesländern. Das muss man klar sehen. Wir haben dort auch bessere Arbeitsbedingungen. In Thüringen wird immer noch 40 Stunden gearbeitet in der Regel. Wir haben geringere Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Personalschlüssel, weniger Stress und bessere Entlohnung im Westen. Und man muss klar sehen, die Kapazitäten im Westen werden hochgefahren werden. Die Kapazitäten, also die Nachfrage nach Fachkräften, wird auch in angrenzenden Berufsfeldern hochgefahren, also im ganzen Bereich der Jugendhilfe beispielsweise. Es ist also überhaupt nicht ausgemacht, dass Erzieherinnen und Erzieher dann tatsächlich in den Kita-Bereich gehen, sondern es ist damit zu rechnen, dass sie a. möglicherweise nicht in Thüringen bleiben und b. dass sie die Berufsfelder wechseln, weil sie dort attraktivere Angebote erhalten, attraktivere Arbeitsbedingungen haben, sodass das sich ausruhen auf einer möglichen Prognose von etwa 7.000 neu ausgebildeten Fachkräften bis 2030 mit großer Wahrscheinlichkeit nach bedeuten würde, dass nicht einmal der Status quo gehalten wird. Wenn man sich aber auf das einlassen würde, was beispielsweise die Bertelsmann Stiftung empfiehlt und was ja auch hier in der Runde Thema ist, dass die Betreuungsschlüssel deutlich verbessert werden, dann gehen wir davon aus, in einem Szenario 3, dass bis 2030 etwa 18.000 Vollzeitäquivalente
neu geschaffen werden müssen. Das entspricht etwa so über den Daumen 19.000 Beschäftigten, weil nicht alle in Vollzeit arbeiten. Wenn man das jetzt hochrechnet mit einer etwas größeren Zahl an Absolventen aus den Ausbildungsgängen, dann würde man immer noch roundabout bei etwa 10.000 Fachkräften landen, die bis 2030 zusätzlich gebraucht werden, wenn man tatsächlich, was dringend nötig ist, die Betreuungsschlüssel, also das Verhältnis von Erzieherinnen und Erziehern zu Kindern, wenn man das deutlich verändern will, wenn man die Personalschlüssel deutlich verändern will und die Betreuungsrelationen deutlich verändern will. Dieses müsste eigentlich ein vordringliches Ziel sein, aus den schon genannten Gründen. Die PISA-Studien, viele andere Studien haben nachgewiesen, dass der frühkindliche Bereich ein äußerst sensibler ist, dass gerade da die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen werden. Und das würde bedeuten, dass das Land, wenn es sich nur am Status quo orientieren würde, dann doch mit aller Wahrscheinlichkeit gewissermaßen hinter Standards in der Betreuungsqualität zurückfallen würde, das also fortschreiben würde gegenüber anderen Bundesländern und dementsprechend auch schlechtere Karten hätte in der Konkurrenz um Fachkräfte. Was sind die Schlussfolgerungen? Ich möchte noch mal klar betonen, also von unserer Seite und sicher auch hier in der Runde gibt es überhaupt keine Bedenken, jetzt einen Weg zu wählen, der die Kita-Angebote beitragsfrei macht. Nur dann, wenn gewissermaßen um Prioritäten gerungen werden muss, wenn man also erklären muss, welche Prioritäten man beim Ausgeben von knappem Geld setzen will, dann scheint es uns doch geboten, sehr klar in Richtung Steigerung der Ausbildungsqualität zu gehen. Und das bedeutet in allererster Linie, man muss den Beruf attraktiver machen. Beruf attraktiver machen heißt, er muss besser entlohnt werden. Die Dumping-Konkurrenz, also das Konkurrieren über die Löhne zwischen den Einrichtungen, muss möglichst begrenzt, eigentlich überhaupt abgeschafft und beseitigt werden. Und das hat dann eine Reihe von Konsequenzen, die wir in der Studie auch klar benannt haben. Also es ist völlig klar, dass die Löhne und Gehälter steigen müssen. Es muss klar sein, dass sich in der Ausbildung was verbessert. Sie muss praxisnäher werden. Die 5 Jahre sind zu lang. Die wären zu verkürzen, ohne dass die Ausbildungsqualität tatsächlich leidet. Die Ausbildung selbst wäre mit geeigneten Maßnahmen gegen zu finanzieren. Es müsste klare Ansagen an die Landkreise und Kommunen geben, dass sie nicht diejenigen Einrichtungen bevorzugen dürfen, die am schlechtesten entlohnen und am schlechtesten bezahlen. Da wäre einiges zu tun. Die Gewerkschaften fordern ja schon seit ganz langer Zeit, dass ein Tarifvertrag in der Branche für allgemeinverbindlich erklärt wird. Das beißen sie seit langer Zeit auf Granit. Aber um es mal klar zu sagen, der Arbeitsminister Gottfried Heil hat ja sehr klare Aussagen gemacht hinsichtlich der systemrelevanten Berufe in Zeiten der Corona-Krise. Und da werden die Menschen sehr darauf achten, ob den Worten auch Taten folgen. Und wenn man sich so die Meinungsumfragen anguckt, die es zu dem Bereich gibt, auch die Einlassungen gewissermaßen, das öffentliche Meinungsklima, dann sind Bevölkerungsmehrheiten der Meinung, dass diese Tätigkeiten Erzieherinnen und Erzieher tatsächlich unterbezahlt sind, dass sie nicht genügend Anerkennung bekommen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Klima, um klare Regelungen zu schaffen, mit einer sicher Übergangszeit, die die einzelnen Einrichtungen brauchen, aber die Lohnkonkurrenz, die muss tatsächlich unterbunden werden. Wir brauchen eine bessere Verzahnung zwischen Hochschulen, Universitäten auf der einen Seite und der Fachausbildung auf der anderen Seite. Strategische Praktika könnten ein solcher Weg sein. Sie können diese Maßnahmen im Einzelnen in der Studie nachlesen. Ich wiederhole jetzt zum Schluss nochmal die wichtigen Zahlen, damit in dieser Hinsicht Klarheit besteht.
Also, wir sprechen gegenwärtig von 1300 Kitas mit 14.500 Beschäftigten. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 circa 6000 Fachkräfte neu benötigt werden, einfach durch das altersbedingte Ausscheiden. Wir gehen davon aus, dass die Personalkapazitäten bzw. die Ausbildungskapazitäten schon jetzt nicht genügen, um den Fachkräftebedarf tatsächlich zu decken. Wir erleben schon jetzt in den Kitas, dass es erhebliche Personalengpässe gibt, auch wegen der starken Belastung der Ausfallzeiten und so weiter, die in den Durchschnittswerten immer untergehen. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir wollen, dass Thüringen nicht immer weiter zurückfällt bei den Standards, dann müssen wir darauf setzen, offensiv die Personalschlüssel und die Betreuungsrelationen zu verbessern, etwa im Sinne der Bertelsmann-Studie. Und das hieße dann sehr klar 10.000 neue Fachkräfte bis zum Jahr 2030. Vielen Dank. Statement der Gewerkschaft Verdi zur Studie Fachkräftesituation in Thüringer Kindertageseinrichtungen und vielleicht als ersten Satz die Bemerkung, dass die Studie gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten deutlich macht, wie systemrelevant und unverzichtbar die Erzieherinnen sind. Wir haben ein Stück weit eine Sondersituation in Thüringen mit Blick auf andere Bundesländer und auch auf die in den im westlichen Teil der Republik, nämlich ein etwas abweichendes Verhältnis zwischen kommunalen und freien Trägern. Wir haben, wenn man die Beschäftigten anschaut, also das pädagogische Personal, etwa 4.850 Beschäftigte in kommunalen Kitas und 9.550 etwa in freien Trägern. Das macht das Problem deutlich. Nämlich zum einen die Bezahlung. Wir haben seit langem schon unsere Forderung, dass wir in Richtung der Wohlfahrtsverbände und auch der anderen freien Träger sagen, es braucht eine Basis des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes für die Bezahlung in den Kindertageseinrichtungen. Die Studie selbst, an der Stelle vielleicht ein Zitat, wird gesagt, weil der Fachkräftemangel untrennbar mit den als defizitär beschriebenen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der Erzieherin zusammenhängt, muss das Arbeitsfeld Kita aufgewertet werden. Und genau so ist es auch. Das heißt, wir wollen eine Tarifbindung auf der Basis des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes. Ein weiteres Problem ist, auch dort, das sagt die Studie an vielen Stellen sehr deutlich, der Mangel an pädagogischen Fachkräften. Wir haben eine ausgesprochen lange Ausbildung mit Blick auf die Thüringer Fachschulordnung in Thüringen bis zu 5 Jahren. Das ist deutlich zu lang. Und wir brauchen sozusagen beim Thema Ausbildung verschiedene andere Bausteine, die ich so ein bisschen schlaglichtartig nennen will. Zum einen eine Ausbildung natürlich mit einem Ausbildungsvertrag. Wir brauchen eine Ausbildung mit einem Ausbildungsabschluss auf DQR Level 6. Wir wollen eine Ausbildungsvergütung. Wir wollen Schulgeldfreiheit. Wir wollen eine geprüfte Kompetenz der Ausbilderin in der Praxis und nicht zuletzt das Recht auf Mitbestimmung im Ausbildungsbetrieb. Und für Thüringen bedeutet das nochmal zusätzlich, wir wollen die Ausbildung in die Fläche bringen. Wir brauchen den Unterricht in der Nähe der Wohnorte und der Praxisstellen. Dazu kommt eine wöchentliche Anleitung und Kooperation mit den berufsbildenden Schulen, die unbedingt nötig ist, wo aber oft genug keine Zeit für ist. Und deswegen sagen wir, es braucht 5 Wochenstunden pro Auszubildenden, um das sachgemäß tun zu können und gleichzeitig pro Beschäftigten mindestens 10 Arbeitstage für Fortbildung und alles, was damit zusammenhängt. Natürlich dann auch auf Kosten der Träger. Mit Blick auf eine bundesweit einheitliche Ausbildung und bundesweit einheitliche Standards zur Ausbildung. Und last but not least die Frage der Fachkraft-Kind-Relation und der Betreuungsqualität. Auch dazu hat Professor Dörre sehr ausführlich schon gesprochen. Ich will das insofern ergänzen, dass wir sagen, natürlich braucht es mehr Personal in den Kindertageseinrichtungen. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen entlasten. Das meint auch gute Kita. Und wir wollen
ja, ich will es mal so sagen, erfolgreiches Arbeiten, aber auch befriedigendes Arbeiten für die Kolleginnen und Kollegen, die am Ende des Tages nach Hause gehen und nach Hause gehen, weil sie ein gutes Gefühl haben und mit den Kindern arbeiten konnten und nicht, weil sie fix und fertig sind. Das ist ein Stück weit auch auf Basis dessen, dass wir sagen, wenn TÜV-ÖD dann auch geguckt auf Vollzeitarbeitsverhältnisse. Es wird natürlich auch Teilzeitarbeitsverhältnisse geben und geben müssen, aber eben auch dann auf Basis des Tarifvertrages und nicht auf Basis von irgendwas. Das meint ein Stück weit auch die Forderung nach bundeseinheitlichen Mindeststandards. Auch dazu sagt die Studie was. Und wir wollen als Verdi für die kleinen Kinder im ersten Lebensjahr eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:2, für die Kinder zwischen 12 und 36 Monaten von 1:3 und für die Kinder bis zur Einschulung von 1:7,5. Und was dabei, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist nochmal der Zeitanteil von 50% der Arbeitszeit, der als Zeit ohne direkten Kinderbezug berücksichtigt werden muss, damit das, was ich vorhin sagte, eine Rolle spielen kann für die Beschäftigten, nämlich solche Fragen wie Vor- und Nachbereitungszeit, wie Zeit für Konzeptionsentwicklung und Fortschreibung, für Teambesprechungen und so weiter und so fort. So viel von Verdi. Und gerade die jetzige Zeit eben das deutlich macht, was dieser Schutz auch für die Beschäftigten in den Kitas bedeutet. Denn zur Sicherung der Arbeitsbedingungen oder zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen gehören eben ihre Entgelte ganz klar dazu. Wenn wir Gehaltsunterschiede in Thüringen haben bei einem Jahresbrutto von 8.600 Euro, wie die Studie sehr deutlich aufgezeigt hat, und Unterschiede nochmal zwischen den Grenzregionen, also den alten Bundesländern, durchaus von 18-25%, dann ist klar, dass die Kollegen eben mit dem Blick auf diese Entlohnungsbedingungen sehr deutlich mit den Füßen abstimmen, wo sie denn arbeiten gehen. Also sprich, dort, wo ich mehr verdiene und bessere Rahmenbedingungen, wie auch bessere Personalschlüssel habe, dann gehe ich eben in diese Region und arbeite dort und nicht in Thüringen. Und das mit Blick auf die Fachkräftesituation in Perspektive 2030 bedeutet eben, wenn wir dort nicht maßgeblich Verbesserungen herbeiführen bei den Entgelten, also annähernd gleiches Entgelt und nicht solche Spreizungen der Gehälter, wenn wir es nicht schaffen, die Absolventen für diesen Beruf zu begeistern mit guten Rahmenbedingungen, mit guten Entgelten, dann werden sie abwandern, werden sie in andere Berufsfelder des Sozial- und Erziehungsdienstes gehen. Und dann, das hat Professor Dörre ja schon deutlich gemacht, werden selbst die Zahlen, die wir nur als Ersatzbedarfe haben, also die verrentungsbedingt dem System nicht mehr zur Verfügung stehen, selbst die werden wir dann kaum erreichen können mit den Zahlen, die wir jetzt haben. Also Thüringen ist gefordert, sowohl bei den Entgelten maßgeblich etwas zu verändern, die Finanzierungsstruktur von Kitas zu verändern, als auch in der Ausrichtung der Ausbildung, in der Attraktivität der Ausbildung nachzulegen, um eben diesen Personalbedürfnissen, die sich bis 2030 in den nächsten 10 Jahren entwickeln werden, da Schritt zu halten und nicht hinten runterzufallen gegenüber guten Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und gegenüber hohen Entgelten in anderen Bundesländern. Das wäre es von meiner Seite. Okay, herzlichen Dank, Frau Hübener. Jetzt nochmal Bettina Löbel. Ja, hallo? Hört man mich? Also den Statements der Gewerkschaften ist ja nicht mehr allzu viel zuzufügen. Wir können das alles so mittragen, wie es bisher gesagt wurde. Und trotzdem will ich die Zeit nutzen, um eine einzige Forderung, die ich schon seit vielen Jahren sage und mache, und von der ich auch keinen Millimeter abweichen werde, nochmal zu formulieren, nämlich tatsächlich die Annäherung an die Bertelsmann-Personalschlüssel, die unter 3-Jährigen 1:3, die über 3-Jährigen 1:7,5 und das nicht weiterhin in diesen kleinen Schritten, wie es bisher passiert ist, sondern es müssen endlich schnelle, große Schritte gemacht werden. Wir müssen zur Verbesserung der Personalsituation kommen und damit natürlich auch zu einer besseren Betreuungsqualität. Und wenn wir die haben, dann bin ich überzeugt davon, das erhöht die Attraktivität des Berufsfeldes.
und führt natürlich auch zu einer steigenden Bewerberqualität, die wir so dringend brauchen. Und letztendlich, vermutlich auch zu, hier wiederum führt letztendlich zu sinkenden Abbrecherquoten, sodass ich für diesen Fall dann eben auch guter Dinge wäre, dass es uns gelingt, ausreichende Bewerberinnen und Bewerber für das Berufsfeld gewinnen zu können. Danke, Frau Löbel. Damit steigen wir ein in die Fragerunde. Frau Gelert habe ich schon auf der Liste. Es würde mir sehr helfen, wenn sich die anwesenden Journalistinnen und Journalisten tatsächlich vorher entscheiden, an wen sie ihre Frage richten. Ansonsten würde ich sozusagen dann entscheiden, wer am besten geeignet ist, die Frage zu beantworten. Frau Gelert hatte ihre Frage schon an Herrn Dörre gerichtet. Insofern, Frau Gelert, gebe ich Ihnen jetzt das Wort. Ja, ich habe zwei Verständnisfragen. Also zum einen nochmal der Bedarf bis 2030. Also Sie rechnen damit, dass knapp 19.000 Erzieher in Thüringen bis 2030 fehlen oder neu eingestellt werden müssten. Habe ich das richtig verstanden? Und sind das dann Vollzeitstellen? Es wären die Ersatz- und Erweiterungsbedarfe, also Vollzeitäquivalente wären es etwa 18.000 bis 2030. Jetzt wird natürlich in Thüringen auch ausgebildet. Das ist jetzt da nicht verrechnet. Aber es wären die Ersatz- und Erweiterungsbedarfe würden bei 18.000 Vollzeitäquivalenten liegen. Das wäre weit über den Ausbildungskapazitäten des Landes. Schon jetzt ist es so, wir haben mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Martin Ehrlich sollte vielleicht, glaube ich, auch direkt dazu noch mal was sagen. In einem mittleren Szenario, was gegenwärtig als das Wahrscheinlichste genommen wird, wird auch gerechnet, dass von denen, die in Thüringen ausgebildet werden, also den Erzieherinnen und Erziehern, mindestens 85% im Land bleiben müssen, um die Ersatzbedarfe und Erweiterungsbedarfe dann tatsächlich decken zu können. Schon das halten wir für eine unrealistische Annahme, aus den genannten Gründen, nicht? Viele attraktive Möglichkeiten in anderen Berufsfeldern. Der Arbeitsmarkt hat sich völlig gewandelt, ist von einem Nachfrage zu einem von einem Anbieter zu einem Nachfragearbeitsmarkt geworden. Und schon deshalb würde das Szenario da nicht wirklich klappen. Aber wenn man, und das sind noch nicht mal zugrunde gelegt, die Personalschlüssel, die jetzt genannt worden sind, wenn man von Qualitätsverbesserungen ausgehen würde, von besseren, also höheren Personalschlüsseln und besseren Betreuungsrelationen, dann haben wir einen erheblichen Fachkräftebedarf bis 2030, von dem nicht zu sehen ist, wie das Land diesen Bedarf gegenwärtig befriedigen will. Aber Martin sollte vielleicht noch mal zu den Szenarien kurz was sagen. Darf ich nur noch mal ganz kurz fragen, wie ist denn die Ausgangsbasis? Also wie viele Erzieher, in wie viele Kitas haben wir denn jetzt in Thüringen? Vielleicht ist das der Moment, wo man tatsächlich noch mal an Martin Ehrlich übergeben kann, der die Zahlen tatsächlich ausgebreitet hat. Herr Ehrlich. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich kann das kurz noch mal ergänzen. Also Klaus Dürre hat es ja gerade gesagt, wenn wir sozusagen bei der Ist-Situation bleiben, sich nichts an den Personalschlüssel ändern, müsste ein sehr großer Teil der Auszubildenden in Thüringen bleiben. Dass das nicht der Fall ist, sehen wir ja heute, weil es gibt ja bereits heute schon Fachkräfteengpässe, gerade in bestimmten ländlichen, strukturschwachen, grenznahen Regionen. Sollte man eben die Personalschlüssel auf das Niveau, wie es Bertelsmann-Stiftung und andere Organisationen fordern, erhöhen, haben wir einen Fachkräftemangel von ungefähr 10.000 Personen in Perspektive 2030. Das heißt, es muss also eine Lösung gefunden werden, schrittweise die Personalschlüssel zu erhöhen, damit die Attraktivität des Berufsfeldes zu steigern, aber gleichzeitig auch in die Ausbildungsbedingungen eben zu investieren, an die Ausbildungszeiten, die Ausbildungsfinanzierung ranzugehen, um so eben auch die Attraktivität eben zu erhöhen. In der Konkurrenz um Fachkräfte, Klaus Dürre hat es ja gerade angesprochen, die Arbeitsmarktsituation. Wenn Sie sich den Lehrstellenmarkt anschauen, 25% mehr Lehrstellen als Bewerber. Also die ganze Arbeitsmarktsituation ist ja eine ganz andere als noch vor 10 Jahren. Und gleichzeitig wird in den alten Bundesländern ja massiv Personal aufgebaut. Da steigen ja die Betreuungsquoten. Zur Ausgangssituation hatten Sie gerade gefragt, wie viel Personal aktuell in den Kindertagesstätten ist. Da müsste ich jetzt, wenn Sie die Frage noch einen Moment zurückstellen, würde ich mal
die genauen Zahlen parallel im Bericht nachschauen und das die Frage Ihnen dann noch beantworten. Und noch eine kurze Verständnisfrage, Herr Dorre, zu den zu der Bezahlung, diese 700 bis 800 Euro brutto monatlich Unterschied, bezog sich das auf die kommunalen und die freien Träger oder auf andere Bundesländer? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das war jetzt bezogen auf Thüringen, Differenz Einrichtungen der freien Träger zu dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, wobei das ein Durchschnittswert ist, nicht? Also Sie haben einen Flickenteppich und Sie haben zum Teil noch deutlich größere Abweichungen in den einzelnen Einrichtungen. Die Zahlen sind aber im Bericht genau benannt und es wird da schon deutlich, dass gewissermaßen die Einrichtungen über die Löhne konkurrieren, dass sie über die Löhne zueinander in Konkurrenz gesetzt werden, weil natürlich auch die Geldgeber Kosten sparen wollen und möglichst kostengünstige Angebote bedienen wollen. Und es entsteht dann paradoxerweise auch bei den freien Trägern Druck auf diejenigen Anbieter, die gewissermaßen noch einigermaßen in Nähe Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes sind, weil die dann sozusagen als besonders teuer gelten und in der Konkurrenz häufig schlechter abschneiden als diejenigen, die mit niedrigen Löhnen konkurrieren. Ich könnte jetzt die Zahlen noch kurz ergänzen. Also wir haben aktuell in Thüringen rund 15.000, 14.500 pädagogisches Personal, also ohne Leitungskräfte, und bei rund 94.000, 95.000 betreuten Kindern. Bitte, wie viele betreute Kinder? Das habe ich nicht. 94.000 waren es im Jahr 2018. Und vielleicht nochmal zur Klarstellung, Martin, also die 18.000 Vollzeitäquivalente beziehen sich auf die Ersatz- und Erweiterungsbedarfe bei besseren Standards, also bei Erhöhung der Betreuungsqualität. Das wären etwa 19.000 Personen, aber da muss man dann nochmal abziehen, gewissermaßen den Nachwuchs, der sozusagen in Thüringen selbst ausgebildet wird, bei dem aber unklar ist, in welchem Ausmaß er sozusagen dann im Land verbleiben wird. Genau. Und da kommt es auf 10.000, nicht? Da kommt man auf eine Differenz von 10.000. Ja. Also die 19.000 wären Bedarf bei Erhöhung der Betreuungsqualität und rund 10.000 wäre Bedarf, wenn der jetzige Standard gehalten werden sollte. Nein. Nee. Nein, also ich kann es noch versuchen, noch einmal zu erklären. Also wenn der jetzige Standard gehalten wird, dann hätten wir rein rechnerisch genügend Auszubildende in Thüringen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass diese alle auch in Thüringen verbleiben und dann eben hier auch arbeiten, was total unrealistisch ist, weil natürlich viele auch abwandern in die alten Länder, wo die Bedingungen natürlich auch besser sind, wie jetzt mehrfach betont wurde. Also da gibt es verschiedene Varianten. Es könnte auch sein, dass die Ausbildungszahlen weiter sinken. Die sind gesunken seit vielen Jahren. Die Abbrecherquoten sind gestiegen seit vielen Jahren. Die Qualität der Ausbildung ist schlechter geworden. Die Fachschulen haben gerade die privaten ihre Zugangsvoraussetzungen gesenkt, sodass sie die Klassen voll kriegen. Also es ist eine ganze Reihe an Problemlagen, die da zusammenkommen. Und nur wenn jetzt die Betreuungsschlüssel auf das Bertelsmann-Niveau steigen würden, hätten Sie sozusagen also rein rechnerisch auch eine Deckungslücke von etwa 10.000 Vollzeitäquivalenten. Und da ist schon berücksichtigt, dass mehr aufgrund der steigenden Personalschlüssel die Attraktivität eben höher wäre und dann eben auch mehr Absolventinnen in Fachschulen zustande kommen. Also das ist schon in dem Szenario mit eingepreist. Okay. Herzlichen Dank erstmal. Gibt es denn weitere Fragen? Elena Rauch, Thüringer Allgemeine. Professor Dörrer, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut. Sie hatten vorhin auch von einer Verschiebung oder einem Überdenken der Prioritäten im Einsatz der finanziellen Mittel gesprochen. Einem weiteren Ausbau der Beitragsfreiheit. Sagen Sie mit Blick auf Prioritäten eindeutig Erhöhung erstmal der Ausbildungskapazitäten? Also die Priorität.
Also unsere Empfehlung wäre, den Beruf attraktiver zu machen, was erstmal hieße, zu investieren in bessere Arbeitsbedingungen, bessere Betreuungsschlüssel, vor allen Dingen eine höhere Personalbemessung und auch eine bessere Entlohnung für das Personal. Da wäre sozusagen Priorität Nummer eins. Ich würde mich ungern in eine argumentative Falle begeben, die da sagt, wir rechnen das eine gegen das andere auf, nicht? Niemand von uns hat irgendetwas einzuwenden, denke ich. Wir schon gar nicht als Forscher gegen beitragsfreie Kita-Jahre. Nur wenn es unter den Bedingungen knapper Mittel so sein sollte, dass Prioritäten gesetzt werden müssen, dann würden wir eindeutig empfehlen, der Beruf muss aufgewertet werden. Ja, materiell wie ideell. Da ist ja einiges schon dazu gesagt, nicht? Und das wäre gewissermaßen die erste Präferenz. Die zweite Präferenz wäre auch, dass ich bei der Ausbildung was verändern muss. Auch da haben wir ein paar Empfehlungen gemacht in der Studie selbst. Zunächst mal bedeutet es, diese sehr lange Ausbildungszeit für das Fachpersonal zu verkürzen. 5 Jahre sind zu lang. Aber das muss passieren, ohne dass die Inhalte Schaden nehmen. Die Anforderungen steigen ja auch an den Beruf. Die Ausbildung selbst muss finanziert werden. Ja, also es braucht eine Grundfinanzierung für eine öffentliche Grundfinanzierung für eine solche Ausbildung. Natürlich müssen auch die Ausbildungsinhalte überprüft werden. Also es ist wirklich die Frage, ob die Ausbildungsinhalte noch übereinstimmen mit den Anforderungen, die es gegenwärtig an diese Tätigkeiten gibt. Dazu braucht es intensivere Kooperationen der Träger mit Universitäten, mit Hochschulen und so weiter, strategische Praktika und so weiter. Da lässt sich einiges denken, wie man die Ausbildung auch praxisnäher macht. Aber insgesamt sind wir in einer Situation, wo es ein deutliches Signal geben muss, auch am Arbeitsmarkt. Erzieherin und Erzieher ist ein attraktiver Beruf. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel nochmal deutlich machen. Wir haben vor einiger Zeit unsere Studie zur Zulieferindustrie, zur Auto- und Zulieferindustrie in Thüringen vorgestellt in Eisenach. Und da wurde mit Empörung von Betriebsräten und Beschäftigten berichtet, dass ein Jahr zuvor der Ministerpräsident den Beschäftigten bei Opel empfohlen habe, wenn sie ihre Arbeit verlieren, doch in die Pflege oder in erziehende Berufe zu gehen. Wurde empört zurückgewiesen. Warum? Weil diese Berufe immer mit Statusverlust verbunden sind. Ja, also neben dem Ressentiment, dass Kerle, die am Band arbeiten, keine Frauenarbeit machen wollen, auch so ein Ressentiment, wo man heftig arbeiten muss, dass es korrigiert wird, sind das ja Fakten, dass die Entlohnung gemessen an dem, was man bei Opel am Band verdient, nicht adäquat ist und so weiter und so weiter. Und das bedeutet, in einer Situation, wo sie nicht nur um Fach, sondern sogar um Arbeitskräfte ringen müssen, dass sie gewissermaßen den Beruf über die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen und so weiter klar attraktiver machen müssen. Und das wäre die erste Priorität bei den Ausgaben aus unserer Sicht. Okay, danke. Danny Müller, habe ich das als Meldung gesehen? Nein? Okay. Das ist jetzt stumm. Ich höre es nicht. Genau. Jetzt habe ich zu früh stumm geschaltet. Ich habe gefragt, ob es weitere Fragen gibt. Ich kann leider die Namen nicht der Telefon eingewählten, weiß ich nicht, wer sich dahinter verbirgt. Von daher ins Off gesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Presse, haben Sie noch Fragen zur Studie? Elena Rauch nochmal, TA, also auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt alle nochmal mit den Augen rollen, aber können wir das mit den Zahlen bitte nochmal ganz langsam abgleichen? Also ich habe jetzt das so verstanden, also wenn wir bis 2030 sozusagen nur die Erzieherinnen und Erzieher ersetzen, die bis dahin in Rente gehen, peu à peu, brauchen wir schon allein dafür diese 6.000 und Schnittstellen, ja? So, und ungeachtet eines verbesserten Betreuungsschlüssels. Also das, der ist dann nicht verbessert. Ist so korrekt. Das ist jetzt, ja. Es bleibt, wie es ist. Alles bleibt sozusagen, dass das Status quo bleibt bewahrt. Dann müssen wir diese Person, das waren 6.000 und noch was, an
Personal, also an Erzieher und Erzieherinnen neu einstellen, finden. Ohne Verbesserung, ja. Mit Verbesserung sind es dann nochmal, also mit Verbesserung brauchen wir 19.000 zusätzlich. Also wir haben jetzt sogar 15.000 Erzieherinnen in Arbeit, in den Kitas, ne? So, damit es diese 15.000 bis 2030, diese 15.000 bleiben, brauchen wir ungefähr 6.800 Neueinstellungen. Ja? Und die Differenz, das wäre dann sozusagen das, was nötig wäre, um auf den von Bertelsmann empfohlenen Betreuungsschlüssel zu kommen. Frau Rauch, ich kann Sie nochmal, Sie haben ja die Studie auch zugesendet bekommen. Ich habe die Studie direkt, ja, aber weil Sie damit genau. Die verschiedenen Varianten ich wollte Sie nochmal auf eine Grafik verweisen, auch auf Seite 55, da sind eigentlich alle Zahlen nochmal in einer Grafik zusammengefasst. Und da sehen Sie genau die Fachkräftenachfrage, das Fachkräfteangebot in den unterschiedlichen Varianten. Und so wie Sie es gerade geschildert haben, war das im Kern jetzt, soweit ich es verstanden habe, eigentlich auch richtig. Die zwei, ne? Das war dann also die wahrscheinliche Variante. Davon gehen genau, wir die Variante 2 ist die wahrscheinliche, die Variante 3 ist dann eben die mit den steigenden Personalstunden. Genau. Ja. Wobei die Bertelsmann-Standards nicht die sind, die jetzt gewissermaßen hier in der Runde vorgetragen worden sind. Ne? Frau Rauch, Ihre Frage beantwortet? Ja, ich gucke mir die Grafik nochmal an. Also weil es mit den Zahlen eben teil. Also ich habe mit den Zahlen. Ja, ich habe mit den Zahlen, also hier ist nochmal Gela DPA auch ein bisschen ein Problem von der Kommunikation. Ich habe diese Grafik jetzt gerade vor mir. Also da steht Variante 2, da ist ja einmal Fachkräftenachfrage, da steht 5.859 und Fachkräfteangebot 6.921. Also welche Zahl muss ich denn jetzt nehmen? Wie viele Neueinstellungen bräuchten wir, um diesen Status quo da bis 2030 zu behalten? Diese 6.900 oder 5.000 oder knapp 6.000? Also ich würde das versuchen, jetzt nochmal zu klären. Also Sie müssen unterscheiden zwischen dem Personal, was Sie neu einstellen müssen in Perspektive 2030. Ja, können wir uns mal auf das beschränken, was an Neueinstellung bis 2030 notwendig wäre? Okay, das können wir gerne machen. Da könnten Sie sozusagen mal auf die Seite 46 gehen. Und da haben Sie eine Tabelle und da sehen Sie sozusagen auch wieder in den drei Varianten die Zahl der Personen und der Vollzeitäquivalente, die Sie sozusagen einstellen müssen. Also das wären rund 6.000 Personen, die Sie sozusagen an Erweiterungs- und Ersatzbedarf haben in Perspektive 2030. Genau. Und bei ungefähr 14.000, 15.000 Beschäftigten, die aktuell in diesem Bereich arbeiten. Und da wird dann eben in einem... Ja, bitte. Entschuldigung, ich habe laut. Machen Sie mal Entschuldigung. Ja, ich war auch fast fertig. Und da wird dann eben nur noch geschaut, wie viel Angebot gibt es denn in diesem Bereich? Also wie viele Absolventinnen werden an Fachschulen in Thüringen ausgebildet? Und das wäre dann eben die Grafik, wo wir eben zusammen drauf geschaut haben. Also rund 6.000 Neueinstellungen bis 2030 wären notwendig, um den derzeitigen Status quo zu erhalten. Sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels gewollt sein, müssten knapp oder bis zu 19.000. Richtig. Also wären das die zwei Zahlen, rund 6.000 Status quo und rund 19.000 bei einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels, ja? Richtig. Okay. Da haben Sie jetzt rausgelassen, was in Thüringen selbst ausgebildet wird, ne? Naja, es geht ja jetzt erstmal nur um die Frage, wie viel ersetzt werden müssen. Ist klar. Das ist ja jetzt das wäre ja dann der zweite Schritt, ne? Ist klar, aber dass wir jetzt erstmal die puren Zahlen, dass wir die erstmal so klar haben. Okay. Ja.
Wir haben das Zahlenchaos ein bisschen sortiert. Ich glaube, die Hinweise auf die Seiten und Tabellen in der Studie selbst helfen da auch nochmal den Blick zu schärfen. Herr Dörre, ich wollte Ihnen aber das Wort nicht abschneiden. Insofern dürfen Sie nochmal. Ich weise aber nochmal darauf hin, wir sind 5 Minuten vor dem Schluss der Pressekonferenz. Einfach, dass wir es im Blick behalten. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass wenn Sie in die politische Auseinandersetzung treten, das Land Ihnen natürlich immer mit den eigenen Ausbildungskapazitäten kommen würde. Und im mittleren Szenario würde das, wenn man alles rausließe, was wir gesagt haben, zu wachsender Konkurrenz am Arbeitsmarkt etc., würde man sozusagen auf ein Szenario kommen, was jetzt scheinbar erstmal alles im grünen Bereich hat. Ja, und deshalb ist es wichtig, beide Seiten zu betrachten, aber wenn Sie einfach nur die Bedarfe wollen, dann sind die Zahlen jetzt korrekt genannt. Und dieser Bedarf 2, also diese Variante 2, wäre sozusagen möglich, wenn man den die Ausbildung mit die Zahlen nimmt, die man jetzt quasi ausbildet. Das sagen Sie aber, ist unrealistisch, weil die nicht alle im Land bleiben. So ist das. Okay. Dann habe ich es, glaube ich, verstanden. Das ist gut, dafür soll ja auch eine Pressekonferenz dienen, dass man die Dinge nochmal nachfragen kann. Gibt es denn weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Insofern würde ich jetzt Danke sagen für die Teilnahme der Journalistinnen und Journalisten. Hoffe auf eine gute Berichterstattung zur Studie und vielleicht auch noch den einen oder anderen Anruf, um Dinge nochmal einzufangen. Ich würde die Kolleginnen und Kollegen, die die Studie mit begleitet haben, bitten, noch im Raum zu verbleiben, dass wir uns noch mal kurz schließen. Wünsche Ihnen einen guten Tag, bleiben Sie gesund und hoffen wir, dass das Land Thüringen die Anregungen, die wir mit der Studie auf den Weg geben, auch tatsächlich ernst nehmen und mit uns gemeinsam gute Kita möglich machen. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen.